Hier ist wieder der Test Michel von YouTube und heute stelle ich euch mal ein paar Minifiguren vor, und zwar deutsche Wehrmachtssoldaten. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wo es die überhaupt zu kaufen gibt. Die Figuren könnt ihr auf Amazon bestellen. Diese kosten im Zweier-Set inklusive Bewaffnung jeweils 18,90 € plus 4,90 € Versandkosten. Es gibt einmal die deutschen Wehrmachtssoldaten und dann noch die Afrika-Korps. Anbei noch eine Info, das sind ja Lego Custom Figuren. Und was heißt Lego Custom? Customized Lego ist weltweit der allgemeine Begriff für modifizierte Original-Lego oder Lego-kompatible Teile, die noch nicht von Lego angeboten werden und von der Lego-Gruppe weder autorisiert noch gesponsert sind. Den Link zu beiden Versionen pause ich im Text unter dem Video, klickt da drauf, kommt direkt auf Amazon. Sollte der mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Jetzt habe ich euch die Figuren auch mal kurz vorgestellt. Wie gesagt, das ist kein Spielzeug für Kinder. Und da wir alle alt genug sind, kann jeder selber entscheiden, ob er die Figuren jetzt gut findet oder nicht. Wer Interesse daran hat, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wer mich jetzt abonniert, verpasst kein weiteres tolles Video. Ja, die sind alle aus China bestellt, die Figuren. Zeige ich demnächst. Hier haben wir die SWAT-Figuren. Young Heroes ist das. Hier ist Guardians of the Galaxy. Dann haben wir hier noch ein paar Ritter. Hier haben wir so ein Misch. Zwerge, Gladiatoren, ein paar böse Ritter. Keine Ahnung, das sieht aus, als wäre er von Herr der Ringe.
Das hier ist SpongeBob-Geschichte. Haben mir nicht so gut gefallen, die von Sluba, die sind richtig geil, aber die hier, das ist LabQ oder sowas. War nicht so prickelnd. Das Original-Lego, Minifiguren und die Mixels, da kommt im nächsten eine neue raus. Ich glaube, im April, die werde ich mir dann auch mal kaufen. Ja, hier haben wir dann noch Iron Man, Captain America, Thor. Hier ist der Puncher. Puncher? Red Skull müsste heißen. Elektro müsste das sein. Zombies. Zombies haben wir auch. Sehr cool. Das sind Zombies. Ne, Zombies heißt es ja, statt Zombies. Die zeige ich demnächst dann auch noch. Das hier ein Müllmann-Zombie. SWAT. Ja, SWAT. Haben wir noch ein paar Figuren, habe ich mir bestellt. Das wären dann die hier. Die haben richtig fett Zubehör dabei. Guckt euch das mal an. Knarren ohne Ende. Zubehör ohne Ende. Und ja, sehr geil. Expendables habe ich auch bestellt. War ganz neu in China zu kaufen. Sechs Expendables, acht Figuren. Ja, hier ist nochmal ein zweiter Satz. Guardians of the Galaxy. Die sehen ein bisschen anders aus. Hier ist zum Beispiel der DAX. Der hat zum Beispiel eine andere Knarre als die große hier. Bop, bop, bop. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Spider-Man. Und hier sind die großen Hulks. Drei verschiedenfarbig, grau, grün und rot. Und hier nochmal so ein bisschen Marvel, Batman, Iron Man. Das ist der mit den Krallen, wie heißt er gleich? Wolverine, der Hulk, Superman und ja, keine Ahnung, wie der heißt. Jo, also wie gesagt, die Sachen kommen demnächst noch. Die Videos brauchen halt ihre Zeit, bis ich die da mal so erstellt habe. Aber ja, abonniert mich einfach. Dann verpasst ihr die auf keinen Fall. Wie gesagt, kein Original-Lego, Lego-kompatibel. Dafür habe ich für kein Set mehr als 10 Euro bezahlt. Also für 8 Figuren keine 10 Euro. Und der Versand ist auch noch kostenlos. Dauert meistens so 3 Wochen, bis die da sind. Aber halt sehr, sehr cool. Ja, dann sage ich mal, tschö.